Ja, ich darf Ihnen jetzt nur noch ankündigen, wen man nicht mehr vorzustellen braucht, nämlich Paul Heuning-Hühne mit seinem Vortrag Wissenschaft, theoretische und ethische Aspekte. Ja, es wird etwas schwierig werden, nach diesen brillanten Vorrednern hier noch irgendwas dazuzusetzen. Ich tue das einfach, indem ich in die Sache flüchte und ich spreche über Wissenschaft, theoretische und ethische Aspekte. Ich sage Ihnen zunächst, was sich hier erwartet. Ich werde erst über ethische Aspekte der Wissenschaft sprechen, und zwar über bestimmte Grundlagenprojekte, die wir an der ZDWW verfolgen, das Projekt Nationale Ethikkommissionen und schließlich das Projekt, das ist eine wunderschöne Abkürzung, TISSUE. Ich werde Ihnen erklären, was sie bedeutet. Und schließlich werde ich auf Wissenschaft zu sprechen kommen, auf theoretische Aspekte. Die Frage, was ist Wissenschaft, ist ein Punkt davon. Und die zweite Frage ist, ob theoretische Wissenschaftsphilosophie wirklich richtige Philosophie ist. Sie sehen, dass der Vortrag eine Struktur hat, und ich hoffe, das schockiert Sie nicht, dass ein deutscher Philosoph einen Vortrag mit Struktur vorträgt. Ich beginne mit den ethischen Aspekten. Und zwar möchte ich Ihnen ein Grundlagenprojekt zur Ethik an der ZDWW nur ganz kurz skizzieren. Das tue ich deswegen, weil ich von verschiedenen Leuten schon gehört habe, ach ja, ihr macht ja nur so angewandte Sachen, ihr macht ja gar nichts an grundlegenden Dingen. Das ist eine Fehleinschätzung. Eines der Projekte, das wir verfolgen, ist die Rationalität der Ethik, die grundsätzliche Frage, ob die Ethik, die die Moral begründen soll, eigentlich eine durchgängig rationale Disziplin ist. Das ist ein Traum oder eine Vorstellung, die in der abendländischen Philosophie spätestens seit Sokrates verfolgt wird. Und es gibt durchaus skeptische Stimmen dazu. Und ich glaube, dass man diese skeptischen Stimmen durchaus in einer bestimmten Hinsicht entwickeln könnte. Eine andere Frage, die wir verfolgen, ist, gibt es so etwas wie wahre moralische Urteile? Ist es so, dass diejenigen moralischen Urteilen, denen man zustimmen möchte, ob man denen den Status des Wahrseins zusprechen kann oder ob das nicht geht, ob moralische Urteile von anderer Natur sind, als dass man von ihrer Wahrheit oder Falschheit sprechen kann. Und schließlich ein drittes Grundlagenprojekt, das wir jetzt verfolgen, auch im Zusammenhang mit den Leibniz-Lectures vom nächsten Jahr. Welche Konsequenzen für die Ethik hat die Tatsache, dass der Mensch und damit wohl auch moralische Vorstellungen aus der Evolution hervorgegangen sind? Damit meine ich jetzt nicht einen kruden Biologismus, denn es ist auch aus der Evolution hervorgegangen, dass der Mensch ein Kulturwesen ist, dass er kulturelle, autonome kulturelle Traditionen hat. Das ist ein Teil der biologischen Evolution, dass der Mensch das kann, dass er sich emanzipiert von dem biologischen Druck. Und deswegen ist eine interessante Frage, wie ist es denn mit der Ethik? Was bedeutet das, wenn wir ernst nehmen, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist? Was für Konsequenzen für die Ethik hat das? Da gibt es natürlich jede Menge Einwände von der traditionellen Philosophie, die sind uns nicht ganz unbekannt. Umso spannender ist es, diese Frage im Detail nachzugehen. Nun zu Projekten der angewandten Ethik an der ZEWW. Ich habe angewandte Ethik hier in Anführungsstriche gesetzt, weil das so ähnlich wie bei der angewandten Wissenschaft immer eine Irreführung ist, weil es sich nicht darum handelt, dass man irgendwelche fertigen wissenschaftlichen Resultate jetzt dann nur anwendet, sondern die sogenannte angewandte Forschung hat ihre eigenen Forschungstraditionen, in denen sie selbstverständlich zurückgreift auf irgendwelches Basiswissen. Aber es wäre völlig irrsinnig zu meinen, dass Ingenieure beispielsweise, die Arbeit von Ingenieuren in der Forschung darin besteht, dass sie sozusagen Physiktheorien nehmen und dann auf irgendwelche Designs draufklatschen. Die Ingenieure haben selber Forschungstraditionen, die weitestgehend autonom sind von den naturwissenschaftlichen Forschungstraditionen. Das ist etwas, was von Naturwissenschaften weitgehend unterschätzt wird, von Wissenschaftsphilosophen auch, außer von Technikphilosophen, und wo die Ingenieure sich zu wenig deutlich machen, dass sie die Autonomie der Ingenieurwissenschaften sehen. Das ist also etwas hier auch. Die angewandte Ethik ist nicht einfach Anwendung von Grundlagenfragen der Ethik oder Grundlagenbeständen der Ethik, obwohl man selbstverständlich auch in diesen Bereichen sich mit den Grundlagendingen der Ethik auskennen muss. Wir haben eine Untersuchung über nationale Ethikkommissionen gemacht und das war ein Teilprojekt des Projekts Wissenschaft im Umbruch auf dem Weg in die Wissensgesellschaft, das wir zusammen mit der Universität Bielefeld durchgeführt haben. Das war gefördert von der Volkswagen Stiftung. Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften, das Gesamtprojekt, 905.000 Euro. Das ist für Geisteswissenschaften relativ viel. Wenn Sie Herrn Danzmann vom Geo 600 oder das Produktionstechnische Zentrum fragen, dann reicht das gerade für alle Mitarbeiter, Bleistifte zu kaufen.
Gut, wir brauchen nicht so viele Bleistifte, wir benutzen Computer. Das Projekt hatten wir übrigens eingereicht vor der Gründung des Nationalen Ethikrats. Und ich kann zugeben, jetzt, dass ich heimlich die Fantasie hatte, dass, wenn wir dieses Projekt machen, wir vielleicht der Politik voraus sind und eine Untersuchung haben über die nationalen Ethikkommissionen, sodass die Politik sich dann orientieren könnte, wie man sowas macht. Aber Herr Schröder war, wie so oft, natürlich schneller und hat im Jahr 2001 den Nationalen Ethikrat gegründet. Immerhin in der Kerntruppe war ein Mitglied der ZEWW dort dabei, Frau Professor Schöne-Seifert. Jetzt ist der Nationale Ethikrat aufgelöst worden, wird jetzt neu gegründet mit größerer parlamentarischer Legitimation. Nun, in der industrialisierten Welt, in industrialisierten Ländern gibt es Ethikkommissionen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen und in sehr verschiedenen Zielsetzungen. Und wir haben uns nur auf diesen einen Typ von nationalen Ethikkommissionen konzentriert. Die sind Organe der Politikberatung, und zwar vorwiegend im Bereich von Biologie und Medizin, dort, wo die Politik den größten Beratungsbedarf hat, was die ethischen, moralischen Probleme anlangt. Seit den 80er Jahren gibt es solche nationalen Ethikkommissionen. Es gibt gut 2 Dutzend, die haben wir uns alle angesehen. Der Grund für die Gründung dieser nationalen Ethikkommissionen ist relativ einfach: der wissenschaftliche Fortschritt führt zu neuen ethischen Problemen. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt werden wir in Fragestellungen hineinkatapultiert, die moralisch relevant sind und wo wir einfach die Antworten nicht wissen, wo die Lektüre der klassischen Ethiker, Mill, Kant, Aristoteles, nur sehr, sehr beschränkt weiterhelfen, zumindest nicht unmittelbar. Ich brauche sie als Anregung, aber die Probleme, die uns da beschäftigen, waren den damaligen Denkern unbekannt. Zum Teil sind für diese Fragen rechtliche Regelungen notwendig, und die rechtlichen Regelungen brauchen natürlich ihrerseits nicht nur eine Abstimmung im Parlament, sondern Argumente, und die Argumente sind typischerweise moralische oder ethische Argumente. Das politische System ist bei der Behandlung solcher Fragen wie künstliche Lebensverlängerung, Organspende, Stammzellenforschung und so weiter typischerweise überfordert. Es braucht also Sachverstand, der hier dazukommt. Und genau diesen Sachverstand sollten die festinstitutionalisierten nationalen Ethikkommissionen decken. Das ist die Grundidee dieser Kommissionen. Sie sind deswegen auch, kann man sagen, ein Indiz der Wissensgesellschaft, also der Gesellschaftsform, in der wir in der industrialisierten Welt sind, wo die Wissen, das Wissen, technologisches Wissen, aber auch geisteswissenschaftliches Wissen, Wissen verschiedener Art in höherem und höherem Maß relevant für die gesellschaftliche Entwicklung und damit auch für die Politik ist. Sie können beispielsweise die Stellungnahmen des Nationalen Ethikrats, also dieser deutschen Institution, ansehen. Unter anderem an den Themen sehen Sie, was diesen Nationalen Ethikrat beschäftigt hat. Zum Beispiel die Änderung des Stammzellengesetzes. Also was ist die Weise, wie man vernünftigerweise mit Stammzellen umgehen kann. Die Frage der Erhöhung der Zahl von Organspenden. Prädiktive Gesundheitsinformationen. Das ist ein sehr heißer Bereich, der meines Erachtens in der Zukunft noch sehr, sehr viel heißer werden wird. Der an der Schnittstelle von dem biomedizinischen Wissen auf der einen Seite und Computerwissenschaften auf der anderen Seite steht. Wir werden meines Erachtens in den nächsten 50 Jahren vermehrt nicht nur aus dem biologisch-medizinischen Bereich ethische Probleme bekommen, sondern wir werden sie aus dem ingenieurwissenschaftlichen, nachrichtentechnischen Bereich bekommen, weil wir dort mit Informationen auf eine Weise umgehen können, wie wir es bisher nie konnten. Und das wird, glaube ich, auch eine große Reihe von neuen moralischen Problemen stellen. Und schließlich Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende war eines der Themen und die Patientenverfügungen. Sie sehen, das sind Fragen, die im nationalen Interesse sind, und die Ethikkommission, in diesem Fall der Deutsche Nationale Ethikrat, hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und auch Stellungnahmen dazu abgegeben. Nun, was machen wir damit? Unsere Frage war, wir wollen einfach diese nationalen Ethikkommissionen untersuchen und besser verstehen. Und das hat einen deskriptiven Aspekt und einen normativen Aspekt. Also einen deskriptiven, einfach mal beschreiben, was passiert dort eigentlich. Und dazu kann man etliche Fragen stellen, beispielsweise, welche Arten von nationalen Ethikkommissionen gibt es eigentlich? Die haben verschiedene Sorten von Aufträgen. Was ist ihre Zusammensetzung? Was ist der Arbeitsmodus? Und so weiter. Und wir haben diese 2 Dutzend Ethikkommissionen daraufhin angesehen. Philosophisch viel spannender ist natürlich die normativ
evaluative Dimension, die Frage, welche Arten von Empfehlungen man hier eigentlich aussprechen kann oder genauer, wie diese Ethikkommission möglicherweise ihren Gegenstand, nämlich das dem gerecht, dem richtigen moralischen Urteil, dem angemessenen, begründeten moralischen Urteil, das in einer Gesellschaft in irgendeiner Weise zur Geltung gebracht werden soll, wie sie diesem Auftrag denn nachkommen können. Beispielsweise eine sehr in der politischen Praxis natürlich umstrittene Frage, wie sollen Ethikkommissionen zusammengesetzt sein und wie sollten sie arbeiten? Also typischerweise macht man dann natürlich so einen demokratischen Konsens, Interessensvertreter aller Art. Aber wenn man sich fragt, ob das wirklich hinsichtlich der Sache, um die es geht, angemessen ist, diese Art von demokratischen Spielregeln hier beizubehalten, kann man seine Zweifel bekommen. Wie sollten sie arbeiten? Sie haben vielleicht gesehen, dass der Deutsche Nationale Ethikrat zunächst in den ersten Jahren geschlossen getagt hat und dann übergegangen ist zu offenen Tagungen. Und alle, die in der Politik ein bisschen was wissen, wissen, dass das eine extrem ambivalente Geschichte ist, weil die Leute dennoch privat miteinander reden wollen und das natürlich dann einfach vor den Sitzungen machen, sodass die Sachen dann nicht mal mehr in die Protokolle reinkommen. Also das ist eine sehr schwierige Frage und die Frage ist, wie geht ein Staat vernünftigerweise in diesem öffentlichen Diskurs um harte, schwierige, umkämpfte moralische Fragen, wie geht er damit vernünftig um mit Bezug auf die Öffentlichkeit? Dann eine grundsätzliche Frage, die hier sich auch stellt, was kann ethische Expertise in Gesellschaften mit Wertepluralismus überhaupt sein? Was heißt es überhaupt, ein Experte in Sachen Ethik zu sein, wenn beispielsweise ein katholischer Moraltheologe und ein evangelischer Moraltheologe, protestantischer, sehr unterschiedliche Meinungen haben? Ganz abgesehen von anderen Weltreligionen, die in Deutschland ja auch vertreten sind, und auch von den Atheisten, die durchaus auch eine Stimme haben. Also was kann ethische Expertise dort heißen? Das ist ja sicher nicht so wie ein Ingenieur, der eine Brücke ausrechnet und sagt, ja, wenn die Brücke 100 Meter lang sein soll und 6 Spuren hat, dann muss sie mindestens so und so viel Tragkraft haben und dynamisch dieses oder jenes Verhalten haben. Und dann kann man wenigstens sagen, okay, schlagen wir 20% drauf und dann steht das Ding wirklich. Und eine ähnliche Weise gibt es in der Ethik natürlich nicht. Und es ist für diese Praxisfrage natürlich sinnvoll, wenn sich jetzt philosophische Institute mit so etwas beschäftigen, was kann eben ethische Expertise unter der Voraussetzung des Wertepluralismus überhaupt sein? Sie werden wahrscheinlich nicht überrascht sein mit gesundem Menschenverstand, auf den mich Herr Gehlsen ja auch immer wieder hingewiesen hat. Mit gesundem Menschenverstand sieht man natürlich sofort, das wird im Ergebnis auch von einem philosophischen Institut, das sich über eine gewisse Konzentration auf Schärfe laut Herrn Potters versteht. Das Ergebnis werden also nicht beinharte Imperative sein, sondern es sind konditionale Empfehlungen der Art, also wenn ihr das wollt, dann müsst ihr es eher so machen, wenn ihr jenes wollt, müsst ihr es eventuell anders machen. Und natürlich, was Philosophie in Anwendungskontexten immer wieder nur liefern kann, Klärungen der Problemlage, Leute darauf aufmerksam zu machen, in welcher Problemsituation sie sich befinden. So viel zu diesem Projekt. Jetzt nenne ich Ihnen noch ein oder zwei neue Projekte. Ich glaube nur noch eins. Das neueste Projekt, das wir haben, heißt Tissue. Und das hat einen wunderbaren Titel. The Evaluation and Legislation and Related, Evaluation of Legislation and Related Guidelines of the Procurement, Storage and Transfer of Human Tissues and Cells in the European Union. An Evidence-Based Impact Analysis. Also das klingt sehr technisch, ist es auch. Das geht darum, sich zu fragen, wie innerhalb der EU bestimmte Rechtsmittel, die man, also Empfehlungen insbesondere, die man gemacht hat, in den verschiedenen Ländern umgesetzt werden. Und die Untersuchung, die wir hier machen, ist eine Evidence-Based Impact Analysis, eine Untersuchung, die sich fragt, was ist die Wirkung der EU-Richtlinien in allen 26 Mitgliedsländern der EU. Wir sind da in einem Netzwerk mit 9 verschiedenen Partnern. Göttingen und Hannover sind federführend. Und wir untersuchen eben die Frage, was passiert dort in diesem ethisch-moralisch relevanten Gebiet in der EU durch die Gesetzgebung, die sich in den verschiedenen Ländern auswirkt. Das ist ein Projekt innerhalb des 7. EU-Forschungsrahmenprogramms. Das Gesamtprojekt hat 800.000 Euro. Wir haben 145.000 Euro für die Arbeitsgruppe Medizinrecht und Bioethik an der ZEWW. Das ist eine neue Arbeitsgruppe, die wir gegründet haben. Ja, diese Geldnennungen, die immer wieder kommen,
die haben so ein etwas neureiches Getue in die Wissenschaften reingebracht. Wenn ich das vergleiche, wie ich angefangen habe zu studieren, wird also ziemlich neureich immer wieder jetzt geredet. Das scheint nötig zu sein. Es hat mich daran erinnert, das ist so, wie man früher in der DDR immer sagte, ja, das sind eben die Nachteile unserer Vorteile. Der Beginn Februar 2008, da werden wir an diesem Projekt dann mit voller Kraft arbeiten. Nun zu den theoretischen Aspekten der Wissenschaft. Die theoretischen Aspekte, da werde ich Ihnen vor allen Dingen zwei Dinge vorstellen. Das eine Projekt, an dem ich zufälligerweise selber arbeite, das hat den Titel Was ist Wissenschaft? Und so eine Frage, was ist X, die zeichnet sich natürlich sofort als eine philosophische Frage aus. Ich meine, so hat der Sokrates wirklich angefangen, die Leute dann zu fragen, ja, was ist denn jetzt Tugend? Sag mir doch mal, was Tugend ist. Und dann kommen die Leute mit Beispielen und sagen, ja, ich will nicht Beispiel, ich möchte wissen, was Tugend ist. Und so kann man eben auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich Wissenschaft? Also was ist denn das, was die Wissenschaft zu dem macht, was sie ist? Und die Frage, was Wissenschaft ist, was wissenschaftliches Wissen, so kann man die Frage auch drehen, von anderen Wissensformen auszeichnet, ist fast so alt wie die Wissenschaft selbst. Aristoteles hat die erste ausgearbeitete Wissenschaftstheorie gemacht. Also Aristoteles ist natürlich jemand, der hat zu praktisch allem gearbeitet und wegweisend gearbeitet. Und er ist auch der Begründer einer wirklich systematisch ausgearbeiteten Wissenschaftstheorie. Es gibt frühere Reflexionen. Ich habe zufällig noch gesehen, dass bereits 1500 vor Christus in Ägypten es Leute gegeben hat, die über die Methodik der Medizin nachgedacht haben. Aber dann etwas lokaler, während der Anspruch des aristotelischen Werks jeder zweiten Analytik natürlich eine wirklich ausgearbeitete Wissenschaftstheorie ist. Es zeigt sich hier auch bei Aristoteles bereits Glanz und Elend der Wissenschaftstheorie, das Elend, das unter anderem darin besteht, dass die Wissenschaftler sich selber dort nicht erkennen, was dann die Philosophen über Wissenschaft sagen. Und wenn Sie die Biologie des Aristoteles anschauen, das ist mehr als die Hälfte alles dessen, was er geschrieben hat, und das vergleichen mit dem, was er in der zweiten Analytik geschrieben hat, dann, was hat denn das miteinander zu tun? Und das liegt manchmal daran, dass die Wissenschaftsphilosophen dann sozusagen normativ besonders mutig werden und Vorstellungen, wie die gute Wissenschaft funktionieren sollte, formulieren und die Wissenschaftler dann zum Teil nur den Kopf schütteln und sagen, was, das sollen wir machen, geht doch alles nicht. Sowas kann passieren, man kann dem versuchen, entgegenzusteuern. Das paradigmatische Beispiel, das Aristoteles, kann man sagen, leitet kann man nicht wirklich sagen, ist die euklidische Geometrie, weil die euklidische Geometrie ein wenig später als die aristotelischen Schriften kodifiziert worden ist. Das Wissensideal, das Aristoteles hat, also das Wissenschaftsideal, muss ich sagen, das Wissenschaftsideal ist genau das wie die euklidische Geometrie, wie sie es noch aus dem Schulunterricht die meisten von Ihnen mit der höchsten Begeisterung kennen, wo man einfach, das war ironisch, Herr Hulig, wo man Definitionen hinschreibt, Axiome und dann Lehrsätze, für die man selbstverständlich Beweise liefern muss. Das ist die Vorstellung, und die davon lebt, dass die Wissenschaft eben gesichertes Wissen liefern muss. Und die Wissenssicherung kann nur funktionieren in axiomatischen Systemen, wo Sie einfach eine hohe Strenge haben und Lehrsätze nur mit Beweisen. Lehrsätze nur dadurch Geltung haben können, dass sie Beweise dazu liefern. Das ist die Vorstellung, die Aristoteles dort hat. Diese Vorstellung ist im 17. Jahrhundert in gewisser Weise, kann man sagen, ab dem 17. Jahrhundert aufgeweicht worden, nämlich dass gesagt wird, wissenschaftliches Wissen ist dasjenige Wissen, was durch die wissenschaftliche Methode erzeugt wird oder allenfalls die wissenschaftlichen Methoden, falls es viele gibt. Schon dieses Schwanken, das Sie auch bis heute in der Diskussion immer wieder sehen, dass von der wissenschaftlichen Methode geredet wird oder von vielen wissenschaftlichen Methoden, zeigt eine gewisse Unsicherheit. Das weiß man offenbar nicht so recht. Gibt es jetzt eine oder gibt es viele? Eigentlich soll es ganz einfach sein, sollte man abzählen können. 1, 2, 3, dann sind es mehrere, dann ist es nur eine, ist nur eine. Scheint aber nicht so zu sein. Nun, ab der Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ist dort ein größerer Wechsel, eine größere Umorientierung geschehen, nämlich dass man in den empirischen Wissenschaften ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eigentlich gemerkt hat, dass das wissenschaftliche Wissen fehlbar ist, fallibel. Bei den Physikern ist das klar, da wird das sozusagen richtig hart mit der speziellen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Tatsächlich
ist es aber so, dass das bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnt, dass diese absolute Sicherheit, also dort bei den Physikern, wir haben die klassische Mechanik und die steht für alle Zeiten, dass das zum Teil zu bröckeln beginnt und dann spätestens im 20. Jahrhundert, dann ab 1900 und den frühen 10er Jahren dann wirklich dahin bröckelt und mit der Quantenmechanik endgültig vorbei ist. Wenn Sie heute Physiker fragen, typischerweise, ob irgendwas von der Physik endgültig ist, dann werden zumindest die Theoretiker immer den Kopf schütteln und die Experimentalphysiker sagen vielleicht, weiß ich auch nicht, aber wir machen jetzt unser Experiment. Und jetzt ist was weiteres geschehen, Ende des 20. Jahrhunderts, und das ist noch gar nicht so überall durchgekommen, was meines Erachtens eine extrem aufregende, philosophisch aufregende Situation ist. Ab Ende des 20. Jahrhunderts wird eigentlich gesagt, die wissenschaftliche Methode existiert nicht. Was existiert, sind allenfalls lokal gültige Daumenregeln. Also Regeln, wo man sagt, naja, so ungefähr muss dann machen, aber wenn was ganz Komisches passiert, dann muss man nochmal nachdenken. Das sind Daumenregeln. Und das hat zum Beispiel Steven Weinberg, Nobelpreis für Physik 1979, im Jahr 2001 gesehen. Das ist Steven Weinberg auf einer nicht ganz vorteilhaften Aufnahme, das liegt an der Wiedergabequalität. Ich war der sehr selbstbewusst, Weinberg. Wer ihn jemals gesehen hat, wird das bestätigen. Ein sehr selbstbewusster Physiker, auch ein hervorragender Physiker. Ich weiß genug über Wissenschaft, um zu wissen, dass es so etwas wie eine klare und universelle wissenschaftliche Methode nicht gibt. Seit dem 17. Jahrhundert waren alle Versuche, sie zu artikulieren, erfolglos. Es ist nicht gelungen, die Art und Weise einzufangen, wie Wissenschaft tatsächlich funktioniert. Also das bedeutet, was Weinberg hier behauptet, zunächst ja nur eine Behauptung, dass man die Weise, wie Wissenschaft funktioniert, tatsächlich nicht einfangen kann durch eine Beschreibung der wissenschaftlichen Methoden, sondern dass Wissenschaft irgendwie anders funktioniert. Nun, auch das ist Einstein nicht entgangen, der schon ganz ähnlich 1949 gesagt hat, Einstein auch, ich mache es hier bei den Physikern nicht unter Nobelpreis, 1949 gesagt hat, hier ist übrigens Einstein, der hat gesagt, der Wissenschaftler muss dem systematischen Erkenntnistheoretiker wie ein skrupelloser Opportunist erscheinen. Und es scheint mir ganz klar, dass Einstein hier in die Richtung dieser Erkenntnistheoretiker schaut, mit diesem skeptischen Blick. Das ist dem Foto selbst nicht zu entnehmen, aber der Kontext ist, glaube ich, ganz klar. So, die radikale Konsequenz, die jedenfalls ein prominenter Wissenschaftsphilosoph, Paul Feyerabend, aus dem Fehlen einer wissenschaftlichen Methode gezogen hat, ist eine wirklich radikale Konsequenz, die entsprechend auch ziemliche Unruhe hervorgerufen hat, nämlich die Behauptung, dass Wissenschaft überhaupt nicht grundsätzlich von anderen Wissensformen abgegrenzt ist. Also die Frage, was ist eigentlich Wissenschaft, keine befriedigende Antwort hat, nämlich auch nichts anderes als andere kulturelle Produkte. Ja, ist halt ein Unternehmen, sie ist laut und frech, sagt Feyerabend, aber sozusagen von ihrem kognitiven Gehalt genauso wenig solide wie chinesische Medizin oder Kräutermedizin oder irgendwelche anderen Verfahren. Das hat ihm natürlich nicht nur Freunde gemacht. Es hat nicht verhindert, dass er an die ETH Zürich berufen worden ist. Die hat sich das getraut. Gut, nun Tatsache ist, dass Feierabends Schluss, nämlich zu schließen aus dem Fehlen einer wissenschaftlichen Methode darauf, dass die Wissenschaft nichts Besonderes ist, das beruht allerdings auf einem Denkfehler meines Erachtens. Nämlich, selbst wenn das Kriterium für Wissenschaftlichkeit, nämlich Methodizität, also methodengeleitet sein, wenn das nicht existiert, heißt das natürlich nicht, dass es andere Kriterien gibt für Wissenschaftlichkeit. Und für Herrn Hulek hier, das ist einfach die Verwechslung eines hinreichenden Kriteriums mit einem notwendigen und das sollte man eigentlich nicht machen. Das ist immer schlecht, wenn man das macht. Also. Gut, das ist aber so. Und deswegen können wir sagen, aufgrund dieser Situation, dass wir eigentlich in der Philosophie und auch in der Wissenschaft nicht allgemein genug sagen können, was genau Wissenschaft auszeichnet. Die Mathematiker können das noch relativ gut für ihr Gebiet. Wenn man dann etwas weiter bohrt, dann kriegen die auch ihre Grundlagenstreitereien. Die kommen dann rein, aber die reden da tendenziell nicht drüber. Wenn Sie aber drüber reden, wenn Sie jetzt allgemeiner, insbesondere das, was das deutsche Wort Wissenschaft abdeckt, wenn Sie das allgemeiner charakterisieren wollen, dann stehen wir eigentlich vor einem Scherbenhaufen. Das, was wir knapp 400 Jahre geglaubt haben, Wissenschaft ist deswegen was Besonderes, weil sie eben über die wissenschaftliche Methode verfügt. Diese Antwort zählt nicht, also müssen wir sagen,
naja, wir können eigentlich nicht genau sagen, was Wissenschaft genau auszeichnet. Ich möchte betonen, dass diese Frage nicht nur eine rein akademische Frage ist, mit denen sich irgendwelche Philosophen, die sonst nichts Besseres zu tun haben, beschäftigen. Und denken Sie an die Diskussion in den Vereinigten Staaten über Creation Science. Das ist eine Frage, wenn immer ich in Amerika bin und über dieses Thema What is Science Vorträge halte, kommen immer die Leute an, was sagst du zu Creation Science, was ist daran schlecht, wie können wir das loswerden? Sie wissen vielleicht, dass auch im Europäischen Parlament jetzt Anfragen sind bezüglich Creation Science. Das ist also etwas, was kommen wird. Und falls es kommt, ist das eine sehr, sehr schwierige und heikle Diskussion. Es hat ja verschiedene Gerichtsverfahren in Amerika gegeben, ob Creation Science an den Schulen im Biologieunterricht gelehrt werden soll oder nicht. Und es gibt erbitterte Gegnerschaften. Und die Frage ist, wenn man hier gute Argumente haben will, dann ist das gar nicht so einfach. Denn diese Leute, die da Creation Science machen, sind nämlich gar nicht blöd. Die können auch alle wissenschaftsphilosophische Literatur lesen. Zum Teil kennen sie auch ein bisschen Biologie. Und das ist eine gar nicht so einfache Diskussion. Vielleicht noch eine etwas heikle Geschichte. Innerhalb der Hochenergiephysik, in der sogenannten Stringtheorie, gibt es ein paar kritische Stimmen, die sagen, dass die Entwicklung der theoretischen Physik in diesen Bereichen sehr, sehr heikel ist. Und das liegt daran, dass die Stringtheoretiker selber sagen, dass sie frühestens in 20 Jahren irgendeine empirische Stützung oder Falsifizierung oder Schwächung auf empirischer Ebene für diese Stringtheorie liefern können, dass alle Argumente für die Stringtheorie theoretischer Natur sind. Und das ist etwas, womit Mathematiker natürlich zufrieden sind, aber wo Leute sagen, da geht die Physik tendenziell wirklich in eine falsche Richtung, und zwar auf eine grundsätzliche Weise. Es sind also von zwei namhaften Physikern sind Bücher veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, wie ernst das genommen wird bei den Stringtheoretikern, wahrscheinlich nicht besonders, aber es ist auch eine gewisse Unruhe da, wo man sich eben fragt, ja, wie sieht denn gute Physik wirklich aus in so einem Bereich, wie es jetzt die Hochenergiephysik ist, wo man Grundsatzfragen hat, mit denen man umgehen muss. Und dann die Frage ist, ob man eben jetzt sagt, okay, dann machen wir nur 20 Jahre Theorie und die Experimentaler, die werden dann schon irgendwann mal kommen, falls sie genug Geld kriegen. Nun, ich möchte hier sagen, es ist eine Aufgabe, eine zentrale Aufgabe der Wissenschaftsphilosophie, sich mit der Frage, was ist Wissenschaft, zu beschäftigen. Und ich finde es, also wenn ich es mit harten Worten sage, fast skandalös, dass in der gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie, sowohl in Europa wie auch in angelsächsischen Ländern, in Amerika oder Australien oder Kanada, einfach diese Frage in den letzten 20 Jahren ganz in den Hintergrund getreten ist. Man beschäftigt sich vielmehr mit kleineren Fragen, mit Fragen der Philosophie der Biologie, was wir ja auch machen, aber die große Frage, was ist eigentlich Wissenschaft, wird eigentlich etwas wenig behandelt. Nun ja, das ist auch eine etwas größere Frage, die hat also wirklich einen größeren Zuschnitt. Ich habe begonnen, mich 1998 mit der Frage genauer nochmal zu beschäftigen. Ich habe auf der World Conference on Science 1999 darüber vorgetragen und dachte mir dann, also im Jahr 2000, dann bin ich mit meinem Buch dann etwas fertig. Und dann dachte ich, naja, das schaffe ich doch nicht. Und dann dachte ich, vielleicht mit 55 dann werde ich dann fertig. Und dann mit 55 dachte ich, naja, ich muss wahrscheinlich warten, bis ich 60 bin. Und letztes Jahr hatten wir hier die Feier zum 60. und das Buch ist immer noch nicht fertig. So, der Kern meiner Antwort, den ich Ihnen aber dennoch skizzieren kann, also sozusagen grundsätzlich weiß ich meine Antwort, der Kern meiner Antwort ist sozusagen der Schlüssel, mit dem man das Phänomen Wissenschaft aufschlüsseln kann, heißt Systematizität. Und ich sage Ihnen das als eine These, das ist die Grundthese, die ich in diesem Buch entwickle. Wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich von anderen Wissensarten, besonders dem Alltagswissen, durch seinen höheren Grad an Systematizität. Wissenschaftliches Wissen unterscheidet sich von anderen Wissensarten, besonders dem Alltagswissen, durch seinen höheren Grad an Systematizität. Nun, Sie sehen vielleicht relativ schnell, dass das eine Verallgemeinerung der Antwort der Methodizität ist. Denn alles, was methodisch ist, ist natürlich auch systematisch. Aber nicht alles, was dieser These hier genügt, was systematischer ist als andere Wissensarten, ist deswegen schon methodisch. Es ist also eine Verallgemeinerung, was die große sozusagen Chance hat, warum man solche Verallgemeinerungen ja auch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in Naturwissenschaften sehr gerne mag, dass man weiß, dass man einen großen Teil dessen, was früher gesagt worden ist und was richtig ist, eben beibehalten kann und eben durch die Verallgemeinerung die Schwachpunkte, die in den alten Antworten eventuell drin sind, auffangen kann.
Sie finden Vorläufer dieser Antwort auch in der Literatur, auch übrigens beim frühen Heuningen von 1982 in meiner allerersten philosophischen Arbeit, in einer eminent philosophischen Zeitschrift veröffentlicht, Geographica Helvetica. Da war ich einfach dazugekommen, weil die Geographen an der Universität Zürich damals ihr Institut neu gegründet haben und dann überlegt haben, Geographie, ist das eine Wissenschaft? Das ist eine Wissenschaft, klar, aber was für eine Art Wissenschaft? Wissen wir eigentlich nicht, fragen wir mal einen Philosophen. Und dann wurde ich also eingeladen, mich da zu äußern und dann habe ich mit unserer kleinen Tochter am Rande, wenn die nachts dann nicht geschlafen hat, 82 bin ich dann dort, gibt es 82 schon? Nee, das war früher. Nee, das war dann später, wo ich das ausgearbeitet habe. Jetzt bringe ich mir die Kinder schon durcheinander. Nee, oder ich bin schon so alt, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe mich also damals mit dieser Frage beschäftigt, aber wie auch ich dort und andere, sie finden bei den verschiedensten Wissenschaftlern oder Philosophen beiläufig, ja klar, Wissenschaft ist einfach systematisch, aber niemand hat das wirklich ausgearbeitet. Und die Ausarbeitung ist etwas, was sich als enorm komplex herausstellt, also viel komplexer, als ich das am Anfang wirklich vermutet habe. Die These, bei der ich jetzt bin, ist die, dass man sagen kann, jawohl, Wissenschaft ist systematischer als insbesondere Alltagswissen, und es ist dies in 9 verschiedenen Dimensionen. Und übrigens, Ulrich, du musst nicht mitschreiben, du kriegst nachher die Folien am Schluss des Vortrags. Gut. Also die Behauptung ist die, dass Wissenschaft nicht einfach so systematisch ist als Alltagswissen, sondern dass man 9 Dimensionen unterscheiden kann, indem man diese Behauptung aufstellen und begründen kann. Beispielsweise, wissenschaftliche Beschreibungen sind systematischer als Alltagsbeschreibungen. Wenn Sie historische Beschreibungen anschauen, beispielsweise von irgendwelchen historischen Verhältnissen, und Sie vergleichen das, wie wir im Alltag über unsere eigene Geschichte berichten, wie Herr Gehlsen über die frühe ZEWW berichtet hat, das hat er nicht als Fachhistoriker getan, aber wenn jetzt sich ein Universitätshistoriker damit beschäftigen würde, dann würde der ähnliche Geschichten beschreiben wie Herr Gehlsen, aber mit einem riesen Fußnotenapparat und gelehrt und unsäglich systematisch. Es wird dann ganz langweilig, aber ganz wissenschaftlich. Und bei Herr Gehlsen konnte man schön zuhören. Manche Historiker können beides. Die schreiben spannend und sind auch wissenschaftlich. Also, wissenschaftliche Beschreibungen sind systematischer als Alltagsbeschreibungen. Wissenschaftliche Erklärungen sind systematischer als typischerweise Alltagserklärungen, haben aber oft die gleiche Struktur. Wissenschaftliche Vorhersagen sind systematischer als unsere Alltagsvorhersagen. Die Verteidigung von Wissensansprüchen, die wir auch im Alltag machen müssen, wenn jemand fragt, wer weiß denn das eigentlich, muss mir irgendwas sagen, die Verteidigung von Wissensansprüchen in den Wissenschaften ist unglaublich viel systematischer als im Alltag. Der kritische Diskurs, das ist jetzt eine soziale Dimension, der kritische Diskurs, den wir natürlich auch im Alltag bisweilen pflegen, in einer Ehe zum Beispiel oder mit Kindern, da gibt es dann interessanteste kritische Diskurse, die sind relativ anarchisch typischerweise, ich weiß das nur aus der Literatur, während diejenigen in der Wissenschaft typischerweise relativ, zumindest dem Ansatz nach, relativ geordnet und systematisch sind durch ein Verfahren von Peer Reviews und so weiter und so weiter. Dann gibt es einen Aspekt der epistemischen Vernetztheit, das ist eine Dimension, die ist etwas kompliziert, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht großartig darauf ein. Wissenschaftliches Wissen ist stärker epistemisch vernetzt als nichtwissenschaftliches Wissen. Das bedeutet, es besteht mehr Relationen zu anderen Wissensbeständen. Dann gibt es in der Wissenschaft ein Ideal von Vollständigkeit. Wenn man irgendwas macht, dann möchte man eigentlich alles wissen. Also wenn Sie anschauen, die Chemiker, die wollten das Periodensystem natürlich der Elemente aufstellen, weil sie alle Elemente wollten. Und die Physiker wollen alle fundamentalen Wechselwirkungen, fragen sich, sind es 4 oder 5? Und dann wollen sie natürlich das nochmal komprimieren. Und die Historiker wollen natürlich eine Epocheneinteilung haben, die vollständig ist. Da darf nicht irgendeine Epoche fehlen und sagen, ups, da war niemand dabei. Das geht alles nicht. Dann die Weisen der Wissenserzeugung sind in den Wissenschaften typischerweise systematischer als im Alltag. Auch wenn sie sehr chaotische Züge aufweisen, aber eben immer noch systematischer als in vielen Alltagssituationen. Und schließlich, worin die Wissenschaft meisterhaft ist, die Darstellung von Wissen hat Formen der Systematizität entwickelt, die geradezu atemberaubend sind. Ich habe mich da ein bisschen umgesehen und wenn Sie nur anschauen in die Planetenwissenschaften, wenn Sie alle Einzelheiten, die wir hier auf den
Planeten unseres Sonnensystems beschreiben wollen, dann müssen Sie einfach 10 Millionen Einzelheiten beschreiben und dann müssen Sie sich was überlegen, wie Sie diese 10 Millionen Sachen beschreiben können. Und das geht natürlich nur systematisch. Die Weise, wie in den verschiedensten Wissenschaften Nomenklaturen entwickelt worden sind, auch das, wenn man es genauer anschaut, ist atemberaubend, der Grad von Systematizität, der da gepflegt wird. So, diese These wird Sie wahrscheinlich nur zum Teil überzeugen. Vielleicht ist sie ein bisschen plausibel und Sie haben wahrscheinlich sehr viele Einwände und ich muss ein ganzes Buch dazu schreiben, um diese Erläuterung zu dieser These zu machen und die Einwände dann zu entkräften. Ich möchte nur drei Erläuterungen hier noch geben. Was interessant ist, wieder vom Philosophischen her, dass der Begriff der Systematizität, den ich hier verwende, wenn ich sage, wissenschaftliches Wissen ist systematischer als Alltagswissen, dieser Begriff der Systematizität ist keine Konstante, sondern er verändert sich mit den neuen verschiedenen Dimensionen. Also wenn ich sage, eine Beschreibung ist systematischer als eine bestimmte Erklärung, dann meine ich damit nicht genau das Gleiche. Und des Weiteren ist es so, dass ich auch von Disziplin zu Disziplin schauen muss. Wenn ein Mathematiker sagt, wir haben jetzt eine systematischere Beschreibung dieses Gebietes, dann ist das etwas ziemlich anderes, wie wenn ein Historiker sagt, wir haben endlich diese Epoche systematischer beschrieben. Also der Begriff der Systematizität wandelt sich oder ist flexibel, er ist nicht konstant, sondern er ist abhängig davon, welche Dimension, welche Disziplin und sogar welche Subdisziplin ich betrachte. Die zweite Bemerkung ist eine Folge aus der ersten. Die Wissenschaften bilden daher ein gemeinsames, lockeres Netz, wo die Nachbarn sich relativ ähnlich sind, aber weit entfernte Gebiete sehr unähnlich sind. Wenn Sie systematische Theologie vergleichen mit Festkörperphysik oder Gravitationswellenphysik, dann werden Sie nicht entsetzlich viele unmittelbar in die Augen springenden Ähnlichkeiten sehen. Aber Sie können eine Kette machen, wenn Sie nämlich von der systematischen Theologie zu den Literaturwissenschaften gehen, dann gehen Sie zur Linguistik, dann gehen Sie zu der formalen Linguistik und dann sind Sie bei der Mathematik und dann sind Sie schon wieder sehr nah bei solchen Gebieten, die sehr mathematikintensiv sind, wie Teile der theoretischen Physik. Also, man bekommt hier so ein Bild von der Einheit der Wissenschaften, das ein sehr lockeres Netz ist, aber nicht ein Netz, das restlos auseinanderfällt und zerfranst, auch wenn es gleitende Übergänge gibt. Und der Begriff der Systematizität, so wie ich ihn hier angedeutet habe, der leistet das. Und schließlich die Begründung der These, in der Philosophie geht es, das darf ich doch immer wieder mal sagen, nicht nur um die Artikulierung, möglichst klare Artikulierung von Thesen, doch bitte auch um die Begründung von Thesen, dass man weiß, ob das wirklich stimmt, was man dort behauptet. Ich habe mir ja auf der von Herrn Potters so nett geschilderten Art dort bei den Leibniz-Vorlesungen ja neulich auch wieder so enorm Freunde gemacht und Freundinnen, wie ich den einen Herrn, der über Leibniz-Philosophie dann vortrug, dann gefragt habe, ob er denn es glaubt, ob das stimmt, was hier Leibniz sagt. Kam dann eine Dame zu mir danach und sagte, also diese Frage hätten Sie nur im Privaten stellen dürfen. Gut, also ich stelle die Frage nach den Begründungen und sage Ihnen jetzt, dass die Begründung der These von der höheren Systematizität enorme Probleme aufweist. Und das liegt daran, dass es Größenordnungen in der Wissenschaft gibt, dort keinen Konsens, ungefähr 250 bis 600 Disziplinen gibt, kommt darauf an, immer wo Sie nachschauen, und ungefähr 8500 Subdisziplinen. Und für jede dieser 8000 Subdisziplinen muss ich 9 Subthesen begründen, nämlich bezüglich der neuen Dimensionen. Die Zahl ist für mich schon viel zu groß, wenn ich die ausmultipliziere. Das sind viele, ganz, ganz schrecklich viele. Und eigentlich muss ich die, wenn ich meine These begründen muss, alle abdecken. Und das geht natürlich nicht. Das wird auch Leibniz nicht schaffen. Auch nicht an der Leibniz-Universität. Also das macht große Probleme, das muss man irgendwie exemplarisch machen. Und das ist das Projekt, von dem ich jetzt hoffe, dass ich es demnächst mal beenden werde. So, und jetzt möchte ich eine Frage stellen, nämlich die Frage, ist theoretische Wissenschaftsphilosophie wirklich richtige Philosophie? Na, da werden manche von Ihnen sich wahrscheinlich sagen, na, die Philosophen, die haben vielleicht Sorgen, die sollen lieber arbeiten und dann nicht mit solchen Fragen sich rumschlagen. Mir wurde die Frage aufgedrängt und man kann sie auch etwas gehässiger stellen, nämlich ist Wissenschaftsphilosophie Schmalspurphilosophie? Und wenn sie das wäre, oh Gott, wo würde sie dann hingehen? In den Orkus am besten. Ich möchte diese Frage jetzt aber argumentativ und nicht polemisch behandeln und mir das ansehen. Und zwar möchte ich die Frage, ob Wissenschaftsphilosophie wirklich Philosophie ist, anhand einer aktuellen Frage der Wissenschaftsphilosophie, die ich Ihnen damit sozusagen vorstellen kann,
behandeln, nämlich die Frage, ob wir die Wissenschaften, insbesondere die Naturwissenschaften, realistisch oder instrumentalistisch interpretieren sollten. Und das verstehen Sie natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, was damit gemeint ist. Und gemeint ist das Folgende. Gibt es die von akzeptierten wissenschaftlichen Theorien postulierten unbeobachtbaren Entitäten, also irgendwelche Objekte, Eigenschaften, Relationen, gibt es die wirklich? Und was ich meine, ist das. Sie haben also jetzt mit Beispielen aus verschiedenen Wissenschaften, also in der Physik beispielsweise, behaupten die Physiker, es gäbe Felder. Kein Mensch kann Felder sehen. Es behaupten Leute, es gäbe Gravitationswellen. Selbst wenn die gemessen werden, sollten im GEO 600 hoffentlich, wäre nämlich schön für Hannover, da hat niemand die Gravitationswellen wirklich gesehen. Elektronen kann man nicht anschauen, Quarks sieht man nicht, Strings schon überhaupt nicht, auch Orbitale sieht man nicht. Sie können auch nicht Motive anschauen. Die ganze Motivationspsychologie arbeitet mit Motiven. Sie können auch Sozialprestige nicht sehen und so weiter. Und die Frage, die man stellen kann, ist, gibt es diese von den Wissenschaften behaupteten unbeobachtbaren Entitäten, gibt es die wirklich oder gibt es die nicht? Naja, die spontane Antwort, wenn Sie von den Wissenschaften herkommen, ist natürlich gibt es die. Denn sonst würden die Wissenschaftler ja nicht davon reden. Die fantasieren ja nicht einfach in den Tag hinein. Natürlich gibt es sie, selbstverständlich. Naja, da kann man zwei Einwände dagegen formulieren. Und die Einwände sind die, dass nämlich die Wissenschaften manchmal ihre diesbezüglichen Positionen, nämlich ob es solche Sachen gibt oder nicht gibt, auf sehr radikale Weise verändern. Und ich zeige Ihnen nur ein Beispiel, das von einem der größten Physiker des 19. Jahrhunderts stammt, James Clerk Maxwell, der sagte, die Existenz des elektromagnetischen Äthers ist die bestbestätigte Tatsache der Naturwissenschaft. Das ist das Beste, was es gibt, und Maxwell ist wirklich ein unglaublich großartiger Physiker des 19. Jahrhunderts. Der sagte, dass das so ist. Naja, und Maxwell war keine 25 Jahre tot, oder vielmehr 26 Jahre, und mit dem Äther war es gar nichts mehr, aber auch gar nichts. Also heute lebt er wieder mal in einigen merkwürdigen Theorien wieder mal auf. Aber jedenfalls der Äther, von dem damals die Rede war, den gibt es also ganz bestimmt nicht. Und die haben zuerst behauptet, die Physiker, den gibt es, und zwar ist die bestbestätigte Tatsache. Also die Wissenschaftler ändern manchmal ihre Meinung. Und das ist auch ganz interessant, da werde ich nochmal darauf zu sprechen kommen. Und das Zweite ist, dass es oft Uneinigkeit über die Interpretation unbeobachtbarer Entitäten, nämlich ob es die überhaupt gibt, innerhalb der Wissenschaft gibt. Es ist überhaupt nicht so, dass die Wissenschaftler sich dort immer einig sind, dass es dort was gibt. Es gibt also dort innerhalb der Wissenschaft keinen Konsens, sodass man sich darauf auch nicht richten kann. Zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das wirklich in die Antike zurückreicht, bis zu Platon, die Interpretation der Planetentheorie. Also die Planetentheorie, die Ihnen erklären soll, warum die Sonne, die war damals ein Planet, warum die Sonne so um die Erde rumläuft, wie sie es tut, nämlich manchmal schneller, manchmal langsamer, warum die Planeten manchmal so komische Bewegungen machen, die laufen nämlich manchmal zurück, die äußeren Planeten, und dann laufen sie wieder normal. Und es war die Aufgabe der Planetentheorie, sich da einen Reim drauf zu machen und zu verstehen, warum die Planeten sich so bewegen. Und die Frage, die seit Platon gestellt worden ist, ist die, ob es diese mathematischen Hilfskonstruktionen, die man da braucht, die in der Antike bereits verwendet worden sind, ob es die wirklich gibt oder ob das nur praktische Hilfsmittel für die Vorhersage von Planetenpositionen sind. Also gibt es diese merkwürdigen Kreise und Epizyklen und so weiter, was in verschiedenen Variationen eingeführt worden ist, gibt es das wirklich? Müssen wir annehmen, die Natur funktioniert so? Oder sind das einfach praktische Hilfsmittel? Und genau das ist die Frage dieser instrumentalistischen oder realistischen Interpretation der Wissenschaft. Das begleitet die Wissenschaft selbst. So, die Frage, die man also stellen kann, wenn man das etwas zuspitzt, liefern die empirischen Wissenschaften wirklich Erkenntnis über unbeobachtbare Dimensionen der Welt? Liefern sie das oder erzählen die uns dann nur Ammenmärchen, was sie selber zum Teil nicht glauben? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und hier möchte ich zwei Fragen dran stellen, an diese wissenschaftsphilosophische Frage. Ist das wirklich eine richtige oder gewichtige philosophische Frage? Und zweitens, wie wird diese Frage heute in der Wissenschaftsphilosophie diskutiert? Und damit nähere ich mich der argumentativen Analyse, ob Wissenschaftsphilosophie ein philosophisches Unternehmen in dem klassischen Verständnis von Philosophie ist.
Und ich mache das folgendermaßen. Ich vergleiche nämlich jetzt bei der ersten Frage mit einem jedenfalls in Deutschland unbestrittenen Nicht-Schmalspur-Philosophen. Ich schaue einfach, was macht ein Nicht-Schmalspur-Philosoph? Und in Deutschland jedenfalls ist das ein unbestrittener Nicht-Schmalspur-Philosoph. Ich betone das so, weil vielen Leuten in Deutschland überhaupt nicht klar ist, dass andere Leute in anderen Ländern über Kant auch anders denken. In England ist Hume und Locke einfach unbestritten. In Frankreich ist Descartes unbestritten. Und in Deutschland ist Kant unbestritten. Aber fragen Sie mal in diesen Ländern nach, was die über die anderen Nationalheiligtümer denken. Und das ist nicht immer identisch. Es gibt einen Aufsatz eines berühmten, einflussreichen englischen Philosophen, der in einem Aufsatz The Trouble with Kant gesagt hat, das Problem von Kant ist also schlecht argumentiert. Da stehen jedem deutschen Philosophen natürlich die Nackenhaare zu Berge, mir inklusive. Wie auch immer. Also auf jeden Fall, ich nehme diesen unbestrittenen Nicht-Schmalspur-Philosophen, nämlich, hier ist er, Immanuel Kant. Und schau mal an, was der gemacht hat. Und ich betrachte dazu eine von Kants zentralen Fragen seiner theoretischen Philosophie, die er behandelt hat, nämlich die in seiner Zeit unglaublich spannende und heiße Frage, liefert die traditionelle Metaphysik wirklich Erkenntnis über die Welt? Das ist ein Teilaspekt des Kantschen Unternehmens, aber ein nicht unwesentlicher. Und die Metaphysiktradition vor Kant, die sogenannte rationalistische Metaphysik mit den Namen Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff, ein emphatisches Ja. Jawohl, diese Metaphysik liefert wirklich Erkenntnis über die Welt und Kant bezweifelt das. Und er führt dabei dazu eine systematische Untersuchung darüber durch, wie weit unsere Erkenntnis überhaupt reicht. Nicht nur die metaphysische, sondern auch die naturwissenschaftliche. Das ist ein Unternehmen aus einem Guss, in dem er unser gesamtes menschliches Erkenntnisvermögen auf die Probe stellt, um damit unter anderem die Frage zu beantworten, ob die Metaphysik Erkenntnis liefern kann und wenn ja, welche Erkenntnis. Wie führt Kant diese Untersuchung durch? Na, das ist natürlich eine hochkomplexe Frage. Ich möchte nur auf einen Aspekt davon Bezug nehmen. Auf jeden Fall macht Kant vom aktuellen Stand der Wissenschaften Gebrauch. Und zwar auf extrem interessante Weise. Kant war nämlich im Gegensatz zu vielen heutigen Philosophen über den Stand vieler Wissenschaften seiner Zeit gut informiert. Wie übrigens auch Plato, Aristoteles, Descartes, Leibniz, Schelling, Hegel und so weiter. Das waren Leute, die wussten, was in der Wissenschaft ihrer Zeit passiert, was man heutzutage weder in Deutschland noch in Europa noch in den Vereinigten Staaten oder Australien immer sagen kann, dass die Philosophen wirklich wissen, was in den Wissenschaften läuft. Es ist natürlich auch viel mehr geworden, es ist ja auch viel schwieriger geworden. Und nebenbei bemerkt hat Kant sogar selbst zu den Wissenschaften beigetragen, zu so exotischen Gebieten wie die Theorie des Vulkanismus auf der Erde oder Theorie des Vulkanismus auf dem Mond und heute noch bekannt, auch bei den Physikern, die Theorie der Planetenentstehung, die Kant-Laplace-Hypothese. Und Laplace, einer der großen Mathematiker und Physiker, der hier mit Kant in einem Atemzug genannt wird. Also, Kants Ressourcen, die er benutzt aus den Wissenschaften, sind die folgenden, und das lohnt sich, sich die genauer anzusehen. Von der Metaphysik, von insbesondere dieser rationalistischen Metaphysik, von der sagt er, die war schon immer in schlechtem Zustand. Das ist, wie er das sagt, Kampfplatz endloser Streitigkeiten und ein bloßes Herumtappen. Also diese alte Physik, die kann man nicht brauchen. Wenn man da was machen will, dann muss man neu anfangen. Und Kant sagt, ich fange hier neu an, bin einer ganz neuen Idee. Dann weiß er, dass es die formale Logik gibt und die ist für ihn in der Kritik der reinen Vernunft enorm wichtig, die formale Logik, so wie er sie damals verstanden hat. Und von der sagt er, die hat seit Aristoteles den sicheren Gang einer Wissenschaft gegangen. Das ist einfach absolut stabil, die formale Logik, beinhart. Und er beutet dann in bestimmten architektonischen Dingen der Kritik der reinen Vernunft, beutet er die formale Logik aus, die gibt ihm sozusagen eine wesentliche heuristische Ansatzpunkte, wie er seine Theorie entwickeln kann. Dann ein Punkt, der auch in der heutigen Kant-Literatur meines Erachtens immer wieder zu wenig gesehen wird, dass bei Kant die euklidische Geometrie eine enorm große Rolle spielt, und zwar in einem bestimmten Verständnis, dass das Normalverständnis der Mathematik des 19. Jahrhunderts, des 18. Jahrhunderts war, nämlich Geometrie als beweisende Wissenschaft vom realen Raum.
eine beweisende Wissenschaft vom realen Raum, das ist die Pointe. Wenn man das versteht, dann kann man verstehen, wieso Kant überhaupt diesen Weg gegangen ist, den er gegangen ist in der theoretischen Philosophie. Das hat er 1790 schon sehr ernst genommen. Ähnliches gilt für die Arithmetik, aber für die Geometrie ist es viel auffälliger. Und schließlich die Newton'sche Physik, die Kant enorm beeindruckt hat, die stabil war seit Newton und von der er geglaubt hat, dass sie wirklich stabil ist für alle Zeiten, wie die Leute auch damals alle geglaubt haben, bis ins 19. Jahrhundert. Dann, was Kant ebenfalls extrem ernst nimmt, ist der Experimentalcharakter der modernen Naturwissenschaft. Er sagt, die Naturwissenschaft hat die Revolution ihrer Denkart mit diesem Experimentalcharakter zustande gebracht und das macht die moderne Naturwissenschaft aus und das müssen wir ernst nehmen in der Philosophie, wenn wir weiterkommen wollen. Und schließlich ein letzter Aspekt, die kopernikanische Revolution, die für Kant enorm wichtig war. Er beschreibt sein eigenes Werk sozusagen als eine kopernikanische Revolution, wo es darum geht, einzusehen, dass bestimmte Phänomene nicht nur entstehen dadurch, dass die Phänomene, die Objekte selber etwas tun, sondern dass wir in einer bestimmten Position der Beobachtung sind. Also, was die kopernikanische Kosmologie dann ja sagt, du siehst zwar, wie die Sonne sich zu bewegen scheint von Osten nach Westen, aber das ist keine reale Bewegung der Sonne, sondern das ist eine scheinbare Bewegung. Und viele andere Phänomene auch, und das nimmt Kant extrem ernst, das ist eine Grundlage seiner theoretischen Philosophie, Phänomene sind nicht nur gegeben einfach durch das, was außerhalb von uns ist, sondern so, wie sich die Phänomene für uns präsentieren, spielt unsere jeweilige Position eine große Rolle. Das ist sozusagen der große Kern, der in der kantischen Philosophie eine Rolle spielt und der ist von der kopernikanischen Revolution abgeguckt. Also Kant orientiert sich an den Wissenschaften seiner Zeit, er beutet sie in verschiedener Weise aus, für die Mathematik insbesondere, beutet er nicht nur aus, sondern er sagt, ich muss verstehen können, wieso ist eigentlich eine euklidische Geometrie verstanden als eine Wissenschaft vom realen Raum, das ist entscheidend, wieso es eine solche Wissenschaft überhaupt geben kann. Und solange man dieses Wissenschaftsideal hat, ist auch die kantische theoretische Philosophie, glaube ich, die einzig mögliche Antwort, die man darauf geben kann. Ich komme aber darauf zurück. So, das Ergebnis von Kant ist unter anderem bezüglich der Frage, die ich gestellt habe, traditionelle Physik kann nicht funktionieren, wir müssen was Neues haben und Kant macht dann eine neue Sache, seine Transzendentalphilosophie. Da gehe ich nicht darauf ein. Kants philosophische Frage ist also, nochmal, ich wiederhole sie, liefert die traditionelle Metaphysik wirklich Erkenntnis über die Welt. Und diese hat durchaus Ähnlichkeit mit der aktuellen wissenschaftsphilosophischen Frage, die ich Ihnen vorgestellt habe. Liefern die empirischen Wissenschaften wirklich Erkenntnis über unbeobachtbare Dimensionen der Welt? Die Fragen sind nicht fürchterlich weit auseinander. Und übrigens, interessanterweise, das Letztere war für Kant überhaupt kein Problem. Der hat das Problem der nicht beobachtbaren theoretischen Entitäten überhaupt nicht gesehen. Es gibt eine Fußnote in der Kritik der reinen Vernunft, wo er sagt, ja, die Existenz der Gravitationskraft ist bewiesen. Punkt. Würde heute niemals mehr ein Wissenschaftstheoretiker sagen, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben, auf die ich noch eingehen werde. Die wissenschaftsphilosophische Frage ist, wie Kants Frage eine Frage nach der Reichweite menschlicher Erkenntnis? Und das sind nun mal philosophische Fragen. So, wie wird die wissenschaftsphilosophische Frage diskutiert? Ich hatte Ihnen gezeigt, wie Kant seine Frage diskutiert hat. Nun ja, ähnlich wie bei Kant, mit Bezug auf den Stand der Wissenschaften, aber, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied, in der Zwischenzeit haben wir ein Plus von über 200 Jahren Philosophiegeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Das Phänomen, das wir heute betrachten, wenn wir jetzt Wissenschaft betrachten, ist 200 Jahre historisch fortgeschritten, mehr fortgeschritten in einem unglaublichen revolutionären 19. Jahrhundert und einem teilweise auch revolutionären 20. Jahrhundert. Heute ist Wissenschaft etwas ganz anders geworden und wir sollten nicht sozusagen erwarten, dass jemand, der die Wissenschaft im 18. Jahrhundert vor Augen hat, uns über Wissenschaft alles sagen kann, was wir heute vor Augen haben. Das bedeutet nämlich das Folgende, und jetzt konfrontiere ich die heutigen Ressourcen mit denen, die Kant hatte.
Die Metaphysik war schon immer in schlechtem Zustand, sagt Kant. Naja, da hat sich heute nichts daran geändert, auch nach Kant. Kant wollte zwar sagen, aus jetzt, Schluss jetzt mit dem Ärger, jetzt geht's richtig los. Das haben dann alle ihm nach ihm auch wieder probiert. Dann hat bei Kant hat's nicht geklappt und dann hat Hegel probiert und das hat nicht geklappt und Wittgenstein hat's probiert und wer nicht noch alles und Husserl hat's probiert und alle wollten endgültig mal richtige Wissenschaft draus machen. Das hat nicht geklappt. Ich denke, das wird auch noch eine Zeit so bleiben. So, die formale Logik stabil seit Aristoteles? Nein. Es ist so, dass die Entwicklung in der Logik ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast keinen Stein auf dem anderen haben stehen lassen. Es ist eine heftig diskutierte Frage, auch was das genaue Verhältnis von der modernen Logik zur klassischen Logik ist. Aber selbst die klassisch-logischen Dinge, die sozusagen fast unbezweifelbar scheinen, werden zum Teil auch in Frage gestellt in der modernen philosophischen Logik. Die euklidische Geometrie als beweisende Wissenschaft vom realen Raum? Nein. Die Mathematik hat im 19. Jahrhundert eine fundamentale Neuorientierung gefunden. Die Mathematik hat mit dem realen Raum nichts, aber auch gar nichts am Hut. Das ist physikalische Geometrie. Und die Mathematiker haben alle Wahrheitsansprüche bezüglich irgendwas Raum oder Zeit oder sonst irgendwas realen Strukturen, also Strukturen in der Natur oder so irgendwas, alles von sich gewiesen. Damit haben wir nichts zu tun. Das geht uns nichts an. Das ist eine unglaublich tiefe Revolution, die Mathematik im 19. Jahrhundert gemacht hat. Deswegen sind die Aufgaben, auch die philosophischen Aufgaben bezüglich der Mathematik heute ganz andere, als es zu Kants Zeiten waren. Beweisende Wissenschaft vom realen Raum, sagt heute jeder, gibt es nicht. Ein Irrtum, zum Glück haben wir es 19. Jahrhundert gemacht. Heute verstehen wir Mathematik besser, was sie wirklich kann. Newtonsche Physik, stabil seit Newton, ja denkste. Also 20. Jahrhundert, spezielle Relativitätstheorie, SRT, QM, Quantenmechanik, allgemeine Relativitätstheorie, und viele, viele weitere revolutionäre Umbrüche. Alle Stabilitätshoffnungen und Erfahrungen, die Kant noch hatte, bezüglich den 200 Jahren neuzeitliche Wissenschaft und partiell bis in die Antike zurückreichend, ist alles in Schutt und Asche. Im 20. Jahrhundert haben wir lernen müssen, es kann passieren, dass kein Stein auf dem anderen stehen bleibt. Der Experimentalcharakter der modernen Wissenschaft, natürlich, richtig und bleibt stabil und wichtig für die Wissenschaftsphilosophie. Und die kopernikanische Revolution, also Phänomene können abhängig vom Beobachter sein, ja natürlich, und radikalisiert im 20. Jahrhundert in der Physik durch die Quantenmechanik, die uns auf radikale Weise noch gesagt hat, wie stark Phänomene beobachterabhängig sein können. Jetzt die Hauptargumente, ich sehe, meine Zeit läuft mir davon, wir sind an der ZDW normalerweise pünktlich. Die Hauptargumente bei dieser Frage, jetzt gibt es diese theoretischen Sachen da, diese postulierten, gibt es sie wirklich oder gibt es sie nicht, sind drei Argumente. Der Erfolg der mit unbeobachtbaren Entitäten operierenden Wissenschaften spricht für ihre realistische Deutung. Also wenn die Physiker von Elektronen reden und damit Vorhersagen machen können, dann ist das Argument, es wäre ja ein Wunder, wenn die so erfolgreich wären, wenn es die Elektronen nicht gäbe. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist das Argument im Wesentlichen. Das zweite Argument, das gegen die realistische Deutung spricht, ist die sogenannte Unterdeterminiertheit von Theorien durch Daten. Wenn Sie irgendwelche empirische Daten haben, können Sie sehr viele verschiedene theoretische Konstruktionen machen, die sehr unterschiedliche Dinge über die Gegenstände, die in der Welt existieren, sagen. Und deswegen muss man da vorsichtig sein, wenn man sich für eine Theorie entschieden hat, ob man die dann wirklich ernst nehmen sollte. Und schließlich, und das ist das, was ich vorhin gegen Kant hier gesagt hatte, fundamentale wissenschaftliche Umbrüche in den Wissenschaften sprechen gegen ihre realistische Deutung. Das hat wieder so einen schönen Namen, die pessimistische Meta-Induktion. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie auf einer Party sind und sozusagen ins Gespräch kommen wollen, wenn Sie dann so beiläufig sagen, ja, das ist die pessimistische Meta-Induktion. Das wirkt bei Männern und Frauen immer. Die pessimistische Meta-Induktion sagt einfach, ja, wenn schon im 19. Jahrhundert die Leute reingefallen sind mit dem, was sie geglaubt haben, was wirklich existiert, wieso soll denn das uns nicht auch passieren, sodass in 150 Jahren, wenn die Leute zurückschauen auf uns, sagen sie, um Gottes Willen, die haben noch an Elektronen geglaubt. Wie herrlich. Also so wie das mit dem Äther. Und das weiß man halt nicht so recht und das spricht dagegen. Nun, die Diskussion ist nicht abgeschlossen, aber es ist eine Diskussion, die wirklich geführt wird. Und jetzt möchte ich doch zum Resultat meines Vortrags kommen, nämlich erstens auf die praktische Philosophie bezogen, Wissenschaftsethik sollte in Verbindung mit den Grundlagenfragen der Ethik betrieben werden, daran führt kein Weg vorbei. Zweitens, auch die Wissenschaftsphilosophie darf sich nicht von der Geschichte der Philosophie abschneiden,
Wenn sie das tut, gibt sie Ressourcen auf und das ist natürlich dumm. Macht auch niemand, der sich hier ein bisschen auskennt. Und schließlich, etliche der großen philosophischen Fragen leben in der Wissenschaftsphilosophie und das möchte ich dann doch betonen und nur in ihr weiter und deswegen sollte man sie auch weiter betreiben. Am Schluss ein Wort des Dankes. Zunächst an die 5 Personen, die sich hier so angenehm geäußert haben. Ich möchte mich bedanken bei dem früheren und gegenwärtigen Präsidium der Leibniz-Universität Hannover, die uns wirklich nach Kräften unterstützt haben. Dort kann ich mich wirklich praktisch überhaupt nicht beschweren. Ich möchte mich bedanken bei allen ehemaligen der ZEWW. Das ist Professor Mehmet Elgin, es ist jetzt Dr. Gero Kellermann, es ist Dr. Christian Liesen, Dr. Ulrich Löke, dann jetzt Dr. Eric Oberheim, dann jetzt Professor Howard Sankey, jetzt Professor Peter Schaber, jetzt Professor Bettina Schöne-Seifert, Daniel Sirtes, der seine Dissertation immer noch nicht fertig gemacht hat, und dann Professor Marcel Weber, jetzt Professor, und dazu auch natürlich Frau Dümmer und Frau Klaassen mit Emre Çelik. Und ich möchte mich auch bedanken bei den Gegenwärtigen, das ist Dr. Werner Eisner, Dr. Kirsten Endres, Dr. Helmut Heidt, Nils Hoppe, Dr. Catherine Plaisance, Dr. Thomas Räder, Markus Scholz, Dr. Tatjana Tartjan, sowie Frau Hartwigsen mit Inga Lung und Simon Lohse. Und ich danke Ihnen.